Mein Lieben, wir hatten ja wir hatten ja mal unseren Urlaub gemacht und jetzt wird es mal Zeit, dass wir euch mal sagen, was Sache ist und was wir machen mit dieses Live. Nicht, mein Schatz? Wir machen das nicht live, sondern das Videoaufnahme. Deswegen ist das nicht live. Aber ist ja nicht schlimm, wir machen live die Videoaufnahme. Live die Videoaufnahme. Ja, Oh ist ja, klar. ist scheißegal. Mach weiter. So, wieso ich? Willst du nicht mal erzählen? Ja. Also, pass auf, Ja. lange Rede, kurzer Sinn. Wir waren ja im Urlaub. Wir müssen euch ja sagen, wir haben auch echt die Schnauze voll gehabt. Wir haben keinen Bock mehr gehabt, uns den ganzen Scheiß reinzuziehen. Das ist Müll ohne Ende. Was da ewig kommt von Seiten dieser tollen Reality-Stars und so. Und einer hetzt gegen den anderen, der eine bedroht den anderen. Dann werden Anzeigen gemacht. Dann werden Anwälte eingeschaltet, die euch im Endeffekt eigentlich nur Geld kosten ohne Ende und die keinen einzigen nur einen Meter nach vorne bringen. Und weil das alles so ist, und wir so genervt waren und mein Engelchen halt schwer krank ist, haben wir beschlossen, dass wir erstmal eine kurze Zeit Urlaub machen. Haben wir ja dann auch bis heute. Und uns überall mal abmelden und auch zu nichts Stellung beziehen und so weiter, weil da ist unsere Zweisamkeit mit unseren Tieren, hat für uns erstmal Priorität, steht im Vordergrund und die Tage genießen natürlich mit Engelchen ohne Ende. Auch ganz klar, wie schwer Andrea krank ist oder nicht, dazu werden wir uns hier nicht äußern. Es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Mehr sagen wir dazu aber auch nicht, weil das ist unsere Privatsache. Und jetzt wollen wir noch genießen, was wir noch genießen können. Und dann müssen wir gucken. Wir werden jetzt hingehen, werden entweder hier alles verkaufen. Das ist der eine Weg. Der andere Weg ist, die Leute, die sich bei uns gemeldet haben, die schon lange hier runterkommen wollen, die angeblich die ganze Zeit immer dabei sind, am Machen sind, am Tun sind, die könnten auch mal ihren Hintern bewegen. Dann würden wir nicht alles verkaufen. Dann würden wir hier bleiben und nur einen Teil verkaufen. Aber ich alleine werde das, Andrea, damit kann ich nicht mehr rechnen von der Kraft her. Also, wenn die Andrea noch ein Süppchen kochen kann, dann sind wir schon ganz weit vorne. Und auch das möchte ich ihr nicht mehr zumuten. So, und die ganze Arbeit bleibt an mir liegen. Ich alleine schaffe das alles nicht. Das funktioniert so nicht. Ich weiß jetzt schon, ich muss arbeiten, ich muss hier arbeiten. Es muss auch Geld verdient werden. Und das ist alles nicht leicht. Das sind Stunden und Stunden, die hier drauf gehen und auch sehr schwere körperliche Arbeit. Jetzt schon wieder Holz sägen und Holz hacken. Da ist es dann gut, wenn man noch ein Pärchen oder auch drei oder vier Leute hier hätte, mit denen man gut klarkommt und wo man sich gegenseitig ergänzt. So, und da sowieso nächstes Jahr, 1.11. Stichtag, Leute, dann habt ihr kein Bargeld mehr. Das war's für euch. So, und dann sind wir sowieso, dann kommen wir sowieso wieder zu Omas Zeiten zurück. Dann finden nur noch Tauschgeschäfte statt. Und das heißt, entweder hast du gut Gold, Silber oder sonst irgendwas an der Seite liegen. Und wenn nicht, dann kannst du Kartoffeln tauschen. Essen und trinken muss jeder. Du kannst Kartoffeln tauschen, Tomaten, Paprika, Zucchini. Die Zucchini waren groß, die wir geerntet haben, ne? Ja, mal eine positive Nachricht. Wir hatten eine tolle Zucchini-Ernte, solche Apparate, ne? Ja, die Und waren aber größer, wie du jetzt gezeigt hast. sehr, 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 sehr lecker, ne? Also die waren so groß. So, nein. Die waren aber so, nur Ja. nicht so dick, so. So waren die. Und man muss sagen, wir Boah. kochen tue ich ja noch was, ne? Also das ist jetzt Ja, so, aber was es ich ganz am ist auch Bett liege. schwer. Ja, ist schwer, aber ich will auch nicht hier jammer, ich Ja, jammer hier nicht die also ganzen Tage genau. Kopf voll oder sonst etwas. Ich bin sowieso ein Mensch, der ist nicht verjammert, ne? Also nicht, und ich will auch keine guten Ratschläge oder sonst etwas hören, Nö, weil gar nicht. ich Können wir nicht werde das gebrauchen. so machen, wie ich das für richtig halte. Und fertig. Wenn es gut geht, gut, wenn nicht gut geht, geht nicht gut. Und fertig, wir haben nur die Zeit gebraucht,
kann ich ja sagen, du warst fertig und ich auch. Ja, klar. Und das, und was, wir hätten da kein Video machen können, also mit irgendeinem Reality-Star und so, das wäre gar nicht gegangen. Und die Zeit haben wir wirklich gebraucht, das haben aber, und ich habe auch am Anfang ein bisschen geschwindelt, als mich Leute angeschrieben haben, warum ich mir die Haare abgeschnitten habe. Da war, finde ich, näher drauf eingehen. Nee, aber ich habe nachher gedacht, doch, wir machen das jetzt so, dass die Leute es wissen. Grundwissen, mehr nicht. Grundwissen haben. Also ich habe nichts mit Lungen, dass ihr sagt, hier die Rauchnummer. Und das war mir jetzt wichtig, aber wir haben diese Auszeit gebraucht und das hat uns auch die Arbeit musste trotzdem gemacht werden, wenn man schaut. Und das ist halt so, weil wir können hier nicht Urlaub machen und hier uns den ganzen Tag in die Sonne legen, das funktioniert einfach nicht. Und deshalb hatten wir diese Zeit wirklich gebraucht und haben so ein bisschen verlängert, weil wir gemerkt haben, ich hatte auch überhaupt keine Lust, ne, du auch nicht. Weil man hat da irgendwie, hatten wir da irgendwie keinen Kopf für gehabt. Und da fand ich auch gut, dass wir gesagt haben, wir machen das dann, wenn wir das für richtig halten und deshalb sitzen wir heute hier, ne? So ungefähr kann man das sagen. Ganz genau. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben natürlich mit vielen Leuten Kontakt, die auch alle Geschichten voll haben von Deutschland. Und jetzt werden wir mal gucken, wie wir das jetzt umsetzen. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Wir halten euch aber auf dem Laufenden. Das wollten wir euch nur zur Information geben, ne? Ja, genau. Oder? Oder auch schon noch mehr? Nee, ne? Das war eigentlich der Hauptgrund, dass die Menschen jetzt, ich meine, du willst ja so. Wir wollen ja sowieso, oder du machst ja theoretisch den Kanal. Ich habe mich auch die ganzen Wochen deshalb auch schon so ein bisschen zurückgezogen. Ne? Das haben die auch schon gemerkt. Ja, und das Ding ist ja auch so, da gibt es dann so ein paar Oberschlaue, die meinen dann, die müssen dich ewig melden wegen so einem Video. Und ich sage euch das ganz offen und ehrlich, wenn dann meine Frau morgens aufsteht und das Erste, was die hört, wenn die ihr scheiß Handy anmacht, sind dann diese negativen Sachen so von YouTube dann eben, Urheberrechtsverletzung, abgestreikt und so eine ganze Scheiße, dann sage ich euch ganz offen und ehrlich, dann ist das ein Angriff auch gegen meine Frau und dann komme ich richtig auf Kotze. Dann komme ich richtig auf Kotze und ja, dann kann das auch ganz gut möglich sein, dass ich sehr, sehr, sehr alte Verhaltensweisen wieder zum Vorschein bringe. Und die sind dann nicht immer so nett. Und die möchte ich eigentlich auch gar nicht zum Vorschein bringen, weil ich schon so viele Jahre, ach, über 15 Jahre, damit nicht mehr lebe. Aber wenn irgendwas gegen meine Familie geht, Leute, dann mache ich ganz schnell Nägel mit Köpfen. Ganz schnell. Fertig. Das ist einfach so und gut ist. So, damit ist für uns dieses Thema abgeschlossen. Dann groß zu sagen, hast du jetzt eigentlich nichts, oder? Nö, also ich fand das nur, ich finde das auch immer doof. Ja, normalerweise soll der Kanal dafür da sein, um Spaß zu haben. Ja, genau. Um auch mal ein Video rauszuhauen. Du bist Hotte und Hotte ist halt mal ein bisschen krasser drauf. Deshalb, so wollen dich auch viele Leute sehen. Du bist jetzt so ein Normalo, wie manche anderen sehen. Und wenn dann so welche gibt, die jedes Video durchstöbern müssen, um irgendeinen Fehler zu finden, dann macht das irgendwie auch wenig Spaß. Ne? So kann man das ja, auch so kann man das auch suchen, machen genau. Wir auch nicht. Genau. Könnten wir auch machen, aber dafür ist es so, das weiß ich, wenn du mal erwähnt wirst, machen wir auch nicht. Zeigen wir auch diesen Leute nicht an. Oder machen dann ja, Riesenfass drauf. Das sind aber alles diese Doppelmoralisten. Und das macht dann auch irgendwann, wenn man sich sowieso nicht so gut fühlt, ist das nicht gerade schön. Und auch diese blöden Hater ewig und was weiß ich. Und dann spielt ja auch Antipathie und Sympathie eine Rolle. Wenn du für einen Mensch Sympathie hast, dann kannst du dir vielleicht leichter was von dem annehmen, wie als wenn du für einen Mensch keine Sympathien hast oder wenig Sympathien hast. Dann
ist alles eigentlich ein Angriff. Ganz einfach. So, und wir haben auf so eine Scheiße keinen Bock mehr. Das sind eigentlich nicht wir. Ich habe diese Facetten schon viele, viele, viele Jahre abgelegt. Meine Frau hat diese Facetten überhaupt nicht. So, aber bei mir, ich komme dann in Verteidigungsmodus und dann, dann mache ich ganz schnell Nägel mit Köpfe und dann springe ich auch mal weit über die Klinge. Das ist einfach so. Und nach dem, was wir ja alles wissen mit Engelchen, es hat noch ein bisschen schwerer für uns. Ganz einfach. So, und wenn ich dann die ganze Zeit so wieder sehe, ja, mit Michelle, mit Mike, und dass da immer noch keine Ruhe ist, dann diese komische Scheiße da in Berlin mit diesem, wie heißt der, Pelle oder was? Oder was weiß ich, wie der eine Vogel da heißt. Flocke? Flocke, genau. Flocke, ne? Ja, ja. So. Ich habe den Flocke so in Erinnerung, der war für mich eigentlich so eine coole Socke. So, und der war doch in diesem Forsthaus Rampensau, oder wie hieß das? Also, ich mochte den nicht. Also, ich... Du mochtest den, ich mochte den schon. Und wie er dann so in... Da habe ich mal so einen Bericht über den gesehen, der war im Auto. Da hat sein Vater aus den USA, glaube ich, wo lebt der Vater, hat ihn wohl angerufen gehabt. Mhm. Und hat auch so ein bisschen erzählt über seine Kindheit und so. Und ich fand den eigentlich echt eine coole Type so. Also ich hatte nichts so gegen ihn einzuwenden. Und wenn ich dann diese Aktion da sehe, die da wieder in Berlin war, diese Droherei. Leute, pass mal, ich will euch mal was sagen. Bei euch kann man das gar nicht mehr einordnen. Bei euch kann man das gar nicht mehr einordnen. Ist das fake? Ist das kein fake? Schiebt ihr euch gegenseitig negativ wie positiv nach vorne? Das kann man bei euch alles gar nicht mehr richtig nachvollziehen. Weil da immer wieder irgendwie was kommt. Dann gehen andere wieder hin und berichten wieder. Ja, dann hier, Tanner hat ja heute Morgen einen rausgehauen, wegen Ariel. Dann hatten wir das auf Instagram gesehen bei der Trash Queen, dass Ariel da auch schon wieder so einen Spruch abgelassen hat. Dann kann sie wohl Mike sein ... lutschen und so. Ey, jetzt mal ganz ehrlich, pass mal auf, ich sage euch jetzt mal ganz offen und ehrlich. Ihr habt nur ein Leben. Nur ein einziges. Es gibt kein Leben nach dem Tod, wie viele sich das immer vorstellen oder denken. Und den da oben, den hat es nie gegeben und den wird es auch nie geben. So einfach ist das. So, und wenn ihr dann meint, wenn ihr irgendwann Löffel abgibt, da oben öffnen sich irgendwelche goldenen Tore für euch, dann kann ich euch sagen, für keinen von euch. Und keiner von euch wird wiedergeboren. Könnt ihr auch mal direkt abhaken. Ja, Gott sei Dank, nicht. Ich kann gut rausziehen. Gott, ich auch. Ich auch. Ich möchte nicht mehr wieder geboren werden. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. So, und weil das alles so ist, kümmert euch mal um positive Sachen. Geht mal hin, genießt das Leben, verdammt nochmal. Macht positive Videos. Freut euch für den Mike, da er jetzt in einer festen Beziehung ist, anscheinend so, wie es ausschaut. Tut die Beziehung ihm ja gut und da kriegt er wohl das eine oder andere gebacken. Nein, überall in jedem Video wird er wieder erwähnt. Wem geht das was an, mit wem er zusammen ist? Ja, da geht ein Lass auf Wettbewerb. Da geht uns so auf den Senkel. Auch wenn eine Kleinigkeit ist, meine Güte. So, auch diese Droherei da von Flocke. Nee, wie hieß er, Locke? Flocke. Flocke, ne? Flocke. Flocke. Auch das kann man nicht einordnen. Dann hieß es, da wurden Anzeigen gestellt und so weiter und so fort. Ey, ja, pass auf. Das ist auch immer so ein Ding. Wenn so einer sowas macht und vorm Falschen steht, der kriegt eine Begrüßung mit dem Kopf, dann atmet er nur noch durch den Arsch. Fertig. Das ist so. So, und wenn der dann eben vor einem steht, der die Ruhe bewahrt und der keinen Stress haben möchte, weil er dann im Augenwinkel auch noch registriert, dass da eine Person steht mit dem Handy und alles filmt, dann könnte man sich auch denken, pass auf, das ist irgendwie arrangiert. So, wenn dann Ariel jetzt auf einmal gegen Michelle schießt und so, ey, lasst euch doch mal alle gegenseitig in Ruhe, hört auf mit die ganze Scheiße, geht hin, genießt euer Leben, seht zu, verschenkt nicht ewig eure Zeit. Geht hin, stellt irgendwas auf die Beine, wenn ihr könnt, und denkt positiv, aber geht nicht hin. Guck mal, auch das, was Ariel jetzt wieder gemacht hat, wie sie gegen Michelle schießt.
Auch das hätte sich eine Ariel sparen Ja, können, hätte sie Leute. sparen können. Was sie macht, ist ja noch ihr Ehemann, was sie macht oder nicht macht. Und Engelchen, jetzt ne? bitte ich dich, pass mal auf. Geht's ja nicht es an. Ist ja gut, dass Michelle schon mal wenigstens gesprächsbereit ja, ist eben. Und mit Mike gesprochen ja. hat. Dann kann man sich viele Kosten sparen für die Anwälte eben. Und hast ja, du nicht gesehen. Ist auch so. Dann geht ja. man auf Augenhöhe ja. auseinander, egal was ja. vorher war. Besser geht dann nicht. So, oder? Ja, genau so ist es. Oder? Ja, und sich darüber dann aufzuregen. Genau. Was soll das? Oh, du bist mir im Rücken gefallen und ja, allen anderen also. Auch. Hör mal, ey, das ist eine erwachsene Frau und die hat wohl auch zwei Kinder. Was die Frau macht, das ist ja auch ihre Angelegenheit. Ist ihr Dingen. Auch wenn, genau. wenn sie wieder mit ihm zusammengekommen wird, weil ich natürlich. Nein, das geht ja sowieso nee, nicht. Weil ich natürlich nicht glaube. Auch das wäre dann ihre Angelegenheit. Ist doch ihre Angelegenheit. Natürlich. Jetzt geht doch keinem was an. Genau. So. Und dann so. Dann zerfleißen sie sich gegenseitig, weißt du? So, jetzt fängt die eine an, da, pass mal auf, die Tage kommt irgendwo wieder was anderes raus und ja. dann kommt noch eine dazu oder ein anderer oder wie auch immer. So. Ja, also. Aber wie gesagt, solche Menschen leben ja auch von dem Negativen. Genauso wie die Büchner, ne? Ist ja, hat auch, die lebt ja nur von Negativ. Ja, klar. Die ist ja sowas von wenn die. Wenn du die anhörst, nur immer negativ, negativ, negativ. Weißt du, dann sind die Hater, dann sind die, dann ist das. Der die, Danny hat doch jetzt ein Video rausgebracht gehabt bei ihr, ja. wo sie sich wieder beschwert hat. Ja. So, hör mal, du Bücher, ganz ehrlich, du fragst dich, warum die sich alle beschweren? Ich denke, du guckst morgens im Spiegel rein und schwingst dich, dann weißt du doch, warum die sich beschweren. Dann guck mal, fertig. Es gibt so viele. Es gibt so viele schöne. Pass auf, Leute, pass mal auf. Ihr habt nicht mehr. Allzu lange, wo ihr noch freie Entscheidungen treffen könnt, wo ihr euch noch entfalten könnt. Das wird von Monat zu Monat wird dann immer mehr eingeschränkt. Ihr beschäftigt euch dann lieber mit sowas, was komplett negativ ja ist, und Hate nach sich zieht. Und hast du nicht gesehen? Wir hatten ja auch hier eine so eine Oberschlaue bei uns drin, die uns dann auf einmal aufs Übelste wieder zusammengeschissen hat und uns dann blockiert hat. Dann hat sie uns wieder geöffnet, eine Woche später hat sich dann entschuldigt und alles und dann habe ich sie blockiert. Ich habe auf solche, dann zum Glück hat die uns geöffnet, dann konnte ich sie nämlich blockieren. Jetzt kommt sie unter dem Namen nicht mehr bei uns rein. Und wem wir annehmen, da achten wir genau drauf. Willst du noch eine Kippe, Engelchen? Ja. Nee, ich weiß, diese blöde, ich gucke gar nicht mehr. Ich habe ganz, nee. Leute, ich habe es mir abgewöhnt. Ob das irgendwelche bei einem anderen unterm Kanal ist, wo ich schon wieder gelesen habe, Lockenkopf, Engelchen, da habe ich schon wieder genug gelesen. Ich habe keinen Lockenkopf mehr, ne? Was denken die Leute sich? Ja, pass auf, ich sage euch dazu wieder. Wie krank sind die Menschen? Dieser kranke oder? Diabolo, den meint sie. Ja, diese kranken Menschen. Den nenne ich hier beim Namen. Pass auf, Alter. Mir egal, ob du Männlein oder Weiblein bist. Meld dich, geh hin und kontaktiere uns, gib mir deinen richtigen Namen. Alles Weitere klären wir dann. Wir haben den Kaffee offen von dir. Wir haben die Schnauze voll ohne Ende. Riesig, hier steht das Bild. Guck. Ja. Hier steht das Bild. Ja. Jetzt hört man uns zwar weiter. Das ist das, was ich meinte, wenn ich den Ben und Olofsson Laptop hier mit rausnehme. Der hat nicht so viel Kraft wie der Computer. So, mal gucken, wann er weggeht. Schau, wenn nicht, dann hört ihr uns aber zumindest schon mal. So, jetzt sieht das natürlich ruhig aus. Guck mal, wo du hinguckst. Ja, jetzt sieht das voll scheiße aus. Warte mal, wir machen mal Stopp hier. Ja, mach Stopp. Jetzt geht er weiter. Jetzt geht er weiter. So. Ja, ich weiß auch nicht, was solche Menschen davon haben. Ich verstehe es nicht. Ob die, wenn ich, oder ich habe ja sehr von vielen gehört, der ist krank. Ich meine, ich kann doch jetzt nicht, weil ich krank bin, andere Leute niedermachen. Und wir haben nicht den hier. Ne? Also, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt meinen Fuß auf alle Menschen abladen würde? Ja. Ich genieße jeden Tag. Ich gehe hier raus ins Grüne und gucke mir die Blümchen an. Oder genieße jeden Tag. Ich habe doch anderes zu tun, als mich hier vor das Scheißding zu setzen und Menschen zu beleidigen. Das ist das eine. Das andere ist krank, so was. Das andere ist, der hat ja auf Instagram ohne Ende Frauen beleidigt. Und da gibt es eine Frau, die hat er ein Jahr lang terrorisiert. Da sind ja auch Anzeigen für raus.
Und die Anzeigen sind auch berechtigt, ganz klarer Fall, was ich da erfahren habe. Und wenn ich dann sehe, unter welchem Kanal der weiterhin drunter ist und sein Spielchen treibt, da komme ich wirklich richtig auf Kotze. Das sage ich euch so, wie das ist. Guck mal, steht da bist du wieder nicht, oder nicht? Nee. So. Und dann sind da andere YouTuber, ganz kleine Kanäle, wo ich immer gesagt habe, lass jeden Menschen so sein, wie er oder sie ist. Egal, ob die körperlich eingeschränkt sind, egal, ob die geistig eingeschränkt sind, egal, ob die Einstein schlau sind, egal, völlig egal, was für ein Typ Mensch ist. Jeder hat seine Berechtigung, jeder hat seinen Kanal und sein Hobby. Und wenn ich dann sehe, wie gegen andere geschossen wird, oder wenn da so, der eine Fall war da, wo es für Heinz Hönig Spenden gesammelt. So, da habe ich auch eine gespaltene Meinung zu, sage ich euch ganz offen und ehrlich. Und dann gab es einen anderen da, so einen Komiker oder Komödianten oder so, der hatte dann auch irgendwie einen Spendenaufruf gemacht von 25.000. Und dann war da irgendwie wohl noch so ein Mädchen, die hatte wohl auch irgendwie 10 Mille gespendet bekommen, für, damit sie Anwaltskosten... Die haben jetzt wieder aufgemacht, 100.000 Euro fehlen. Wo? Beim Hönig. Ist wieder ein Aufruf. Wie geht das denn? Ja, haben Sie gesagt. Erst hieß es doch 90.000, ja, aus der ganzen Scheiße. Jetzt brauchen Sie nochmal 100.000, ja, klar. Also dazu kommen wir gleich, André. Ja, dazu kommen wir gleich. So, und sonst bringst du mich ja immer durcheinander eigentlich hin. Guck bitte in die Kamera, okay? Und nicht zum Feuer. Erzähl weiter. So, und dann wird sich darüber lustig gemacht, dann wird darüber hergezogen und hast du nicht gesehen? Ja, und dann gehen andere hin und rufen selber auch für Spenden auf und so, ne? Und dann, also ich kann diese Doppelmoral, diese Heuchlerei und diese ganze Scheiße, ich will das gar nicht sehen, ich will das gar nicht hören, ich habe da gar keinen Bock drauf. Weil ich ärgere mich dann darüber, sage ich euch so, wie das ist, weil ich eine andere Einstellung zu solchen Menschen dann bekomme. Ob die dann gerechtfertigt ist oder nicht, lasse ich auch dahingestellt. Aber ich bin eben so, ich kriege dann zu solchen Leuten eine andere Einstellung. Ich finde auch, wie hieß ja Markus Majowski oder so? Ja klar, so hieß er, glaube ich. Ruft da 25 Mille auf, was mal auf. Ist Jahrzehnte irgendwie Komödiant oder was, oder auch Schauspieler, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich finde, das ist aber meine persönliche Meinung, mein Empfinden, ich finde eine Frechheit, dass so ein Mensch überhaupt für Spenden aufruft. Eine Frechheit. Der hat ein Schweinegeld verdient, was will der? So, und wenn er nicht mit Geld umgehen kann und nichts an der Seite liegen hat, ja, sein Problem. Die Geschichte mit Heinz Hönig, pass mal auf, das sehe ich auch anders. Ich finde Heinz Hönig einer der besten deutschen Schauspieler überhaupt. Überhaupt. Gibt's gar keine Frage. Also es gibt, glaube ich, keinen Film, den ich von ihm nicht kenne. Und ich habe ihn auch immer gerne geguckt. Ich habe da doch damals mitgekriegt, wie der ausgewandert ist. Ich glaube, ich will nicht falsch sagen, da war erst sein Sohn dabei. Ne? Der ist, glaube ich, mit dem Sohn ausgewandert. So, und wenn ihr dann guckt, ja gut, dann wird da so ein Spendenaufruf gemacht. Und da hieß es, glaube ich, 90.000. Ich will auch nichts Falsches sagen. Ist ja gut, ist ja toll, wenn die Menschen helfen. Nur pass mal auf. Wie viele andere Menschen gibt es, die dieselben Probleme haben und dafür gibt es gar keine Spenden? Und ein Heinz Hönig, meiner Meinung nach, alles meine persönliche Meinung, meine Sichtweise der Dinge, meine Lebenserfahrung, muss schon richtig, richtig Fettkohle liegen haben. Mehr wie jeder andere. Und wenn da er vielleicht nicht mit vernünftig umgehen konnte oder sich nicht vernünftig abgesichert hat, sprich mit Versicherung und so weiter, ey, alles seine Schuld. Alles dann seine Schuld. Ganz klar. So. Überlegt mal selber, wie viele Menschen es gibt, die nicht im Fernsehen sind, ja, die nicht irgendwas machen, Komödiant sind oder sonst was, die um ihr Überleben kämpfen, denen es noch schlechter geht wie ganz, ganz vielen anderen Menschen und denen wird nicht geholfen. Weißt du, wie ich meine? Wo bleibt die Relation? Ich kann das nicht dann, wo bleibt das Gleichgewicht? Ich finde, jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich. Wenn er oder sie irgendwo nicht aufpasst, dann ist das schade, dann ist das schlecht, dann ist das blöd gelaufen, sag ich mal. Aber dann nachher hingehen und Spendenaufrufe starten
egal auf welcher Branche er ist oder sie oder wie auch immer, das ist für mich, nee, ist für mich ein absolutes No-Go. Man muss auch sagen, wir hatten ja ein schönes Leben. Er Genau. hatte ja ein schönes Leben. Es gibt Menschen, die haben von Kleinkind an kein Kein schönes schönes Leben. Leben, genau. Die müssen jeden Monat kämpfen, Ja, jeden immer schon. beschissenen Monat. Ja. Die können sich keinen Urlaub leisten, die können Genau. sich keine Waschmaschine oder sonst was leisten. Genau. Gibt ja viele Menschen. Und wenn die das machen würden, dann würde gehetzt werden. Ne? Genau. Bilden die sich ein, hast du nicht gesehen. Ganz Ne? genau, so ist Und es. das ist, für mich geht es, tut mir leid, man gönnt das niemandem, Keinen. aber wenn man so viel verdient hat, dann hätte man besser anlegen müssen. Punkt. Ich glaube ja. Ich glaube ja damals, ich weiß es aber nicht, ich will auch nichts Falsches sagen. Ich glaube damals hieß es auch, der hätte sich da oben Haus gekauft oder was. Dann ging hin und so verkauft er Haus. Oder beleidigt. Oder wie auch immer. Fertig. Ganz einfach. So. Und wenn nicht, wenn er das nur zur Miete hatte, gibt es ja viele, die auswandern, einen auf großkotzig machen und sagen, haben wir gekauft und so weiter. Und in Wirklichkeit haben sie gemietet gehört. Da waren für mich auch so ein paar Ungereimtheiten. Erst irgendwie. Ich weiß gar nicht mehr, wer darüber berichtet hatte. Seine Frau hatte irgendwie vom Krankenhaus irgendwie so ein Zimmer bezogen oder was? Er hat eine Wohnung Oder eine gezogen, Wohnung? weil das Hotel war zu teuer. Oder so. Habe ich so gelesen. Also ich gehe nur mal so weiter. Das Hotel war zu teuer und jetzt hat sie eine ganz kleine Wohnung bezogen. Ja. Ja. Da spare ich mir dann mal lieber jedes Kommentar zu. Ne? Besser, oder? Ist besser. So, das sind so diese Dinge, weil wisse, und das geht uns halt alles so ziemlich auf den Sack. Wenn ich dann sehe, was so quasi, ich sag mal jetzt nicht von Woche zu Woche, obwohl es so ist, ich sage einfach mal von Monat zu Monat, wenn ich dann so sehe, wie sich die Lage verschlechtert und was da für eine Scheiße gebaut wird und was da immer mehr zum Vorschein kommt, tja, dann kann ich euch nur sagen, schnallt euch alle an. Schnallt euch alle an. Nächstes Jahr wird das Jahr der bösen Überraschung. Und guckt vor allen Dingen nach der EZB-Bank, nach der Frau Lagarde. Und guckt, was die gesagt hat. Dann geht ihr mit euer Kärtchen nicht mehr nach Hamburg hoch tanken. Das war's dann. So, und deswegen ist das, wenn du hier so ländlich wohnst, ist das besser, weil dann kannst du Lebensmittel tauschen oder Fleisch tauschen. So, und ihr müsst gucken, das neue Video oder die letzten drei Videos von Kettner Edelmetalle und Ernst Wolf. Mehr sage ich dazu nicht mehr. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Und wenn ihr das nicht macht, liebe Leute, oder auch Markus Krall, liebe Leute, dann seid ihr selber schuld. Ehrlich, tut mir leid, dass ich dazu sagen muss für euch dann, aber dann seid ihr das alle selber schuld. Wir leben nicht mehr in dem Zeitalter, wo es kein Internet gibt. Wir leben zum Glück im Zeitalter, wo es Internet gibt, wo sich jeder informieren kann, wo jeder genau gucken kann, was Sache ist, was los ist, was geplant ist, was die Zukunft für uns bereithält. Und wer das nicht tut, den kann man nicht helfen. Fertig. Den kann man einfach nicht mehr helfen. So, hast du noch was zu Nein, sagen? falsch alles, was du sagen Ja, hast. das war alles, Engelchen? Mhm. So, gut. Und weiterhin. Wir haben groß kein Interesse mehr, über andere zu reden, weil ich sowieso ein sehr gespaltenes Verhältnis zu vielen solchen Leuten habe. Da kann ich dann einfach nur negativ raushauen, weil Positives gibt es ja nicht. So, ihr selber verfolgt das, ihr seid alle nicht dumm. Ihr selber verfolgt das alles, wer welche Videos reinsetzt. Guckt euch das an oder guckt euch das nicht an. Wir gucken uns den Scheiß nicht mehr an. Ne? Das war's für uns. Das war auch früher nie unsere Welt. Da haben wir keinen Bock mehr drauf. Und wir konzentrieren uns lieber schön auf uns, dass wir das Leben noch genießen, dass wir hier noch weiterkommen, dass wir Kohle reinarbeiten. Ne? Du wirst noch Videos machen, ist nicht so, dass wir keine Videos mehr machen. Doch, doch, natürlich mache ich Was noch machst Videos. Na du klar. denn noch? Aber guck mal, Schatz. Ja. Ich habe ja über die tollen Dschungelqueens, da hatte ich ja ein Video gemacht und dann keins mehr. Wie soll ich mich jetzt ausdrücken, ohne dass es blöd rüberkommt? Aber
Engelchen, guck mal, die sind es mir nicht wert, dass ich ein Video über die mache. Sind sie nicht? Das ist alles eine Mischpoke, die da drin ist. Ja, das ist alles eine Mischpoke, ja, der ist eine nicht besser wie der andere. Wenn ich die Büchner da drin sehe, die beiden, gut, dass die jetzt rausgeflogen ist. Mhm. Gott sei Dank, die Tochter direkt hinterher, sofort mit weg. Ja, und da fängt der eine an, Videos machen die anderen an. Auch klar, genau, dann machen alle Videos darüber. Und dann ist ja schon alles gesagt. Dann, genau. Was soll man da überhaupt noch zu sagen? Was soll man da überhaupt noch ein Video drüber machen? Ich finde, dann macht man halt auch Videos über Leute, die einen interessieren. Aber hast du die Zigarettenschachtel wieder so blöd kaputt gerissen? Ja, ne? Ich mache das immer, ja. Oh Mann. Die hat auch, ja, so interessante Videos. Weißt du, was ich meine? So, ja. Nicht immer die ganze Trash-Scheiße. Ja, genau. Wo, guck mal, da springt jeder drauf. Oh. Jeder holt sich seine Klicks. Jeder geht hin und will da drauf absahen. Dann, nein, die bringen ja auch Klicks. Nur, ich verstehe auch nicht, warum andere YouTuber uns so attackieren. Wir sind doch ein ganz kleines Fähnchen. Wir sind doch so, wir haben noch nicht mal 1000 Follower. Was wollen die eigentlich? Haben die Angst? Ja, pass oder, auf. Oder sind die neidisch auf irgendwas? Auf was sollen sie denn neidisch sein? Sagen wir, auf unsere gute Partnerschaft vielleicht. Aber auf was sollen sie neidisch sein? Wir sitzen hier im Wald. Also, genau ich, darauf. Ja. Genau darauf. Ja. Warum? Dass wir weg sind und die vielleicht noch in ihren Trott da hängen. Keine Ahnung. Ja, so können wir auswandern. Ist mir aber auch Latte. Also es ist. Ist mir Latte. Warum gönnt nicht einer dem anderen was? Weißt keiner du? Gönnt den anderen was. Keiner. Ist da, also ich habe hier so viele abonniert. Ich habe über 200 Leute abonniert. Mit ganz kleinen Kanälen, die so tolle, süße Videos machen. Ja. Die ich auch immer versuche. Die Heike, ja, der Ronny. Ja, die ich auch immer versuche zu kommentieren. Nimmt mir jetzt nicht übel, wenn ich das mal nicht mache, weil das ist mir alles zu viel geworden. Weil ich kann jetzt 2000 Videos angucken, die alle die nein, raushauen. Nein. Aber da gibt es kein Beef zwischen denen. Hey, und das sind so die Camper-Leute, weißt ja, du? Das sind so nicht. Die Camper-Leute. Das sind die, die in der Realität leben. Das sind die, die echt gerade sind. Da gibt es kein Neid. Da gibt es das alles nicht. Da gibt es keine Hasskommentare. Da gibt es nette Wörter, nette Sätze, wie auch immer. Wenn die im Live reingehen, was Heike und Ronny ja auch öfters macht, dann wird da vernünftig drunter geschrieben, man grüßt sich. Das ist für mich eine vernünftige Gemeinschaft. Auch wenn da mal was schief geht und das live funktioniert, nee, dann wird auch, macht dir nichts draus, nur beim nächsten Mal klappt das. Genau. Und das ganz ist, genau. Das ist viel positiver Energie, viel positivere Energie, wie das, was durch solche Trash-Formate ist. Vor allen Dingen, ihr dürft mal eins nicht vergessen. Man munkelt zwar immer, dass da viel Lug und Betrug hinter ist und viel Schaumschlägerei. Und das ist ja auch so, wenn ihr euch mal vom Mike das eine Video anguckt, wie der euch aufgeklärt hat, wie das so abläuft mit diesem Manager und alles, wie dann untereinander sogar Beef erzeugt wird. Ey, liebe Leute, das ist nicht die Realität. Das ist was zum Ablenken, da kann man vielleicht hier und da drüber schmunzeln. Jetzt soll ja irgendwie die Nerds rauskommen. So, jetzt irgendwann September oder was wieder. So, und guckt nur einfach, wer dabei ist. Guckt einfach nur, wer dabei ist und dann seht ihr, es ist alles nur Geldmacherei. Man, das kann man sich ansehen, wenn man abends das denkt, auch da brauchst du nachzudenken. Es kommt ja im deutschen Fernsehen nur noch Wiederholung. Ja. Kommt nur Scheiße. Ja. Kommt Filme, die hast du schon 100.000 Mal gesehen. Wie jedes Jahr Weihnachten kommt der kleine Loch, hast du gesehen. Ne? Ja. Oder Ghost. Oder Sissi. Mhm. Immer wieder derselbe Mist. Ich weiß auch nicht, warum die Leute das überhaupt zahlen. Ja, also das kriege ich auch nicht. Was bekommen sie denn noch geliefert, außer diese Trash-Mist? Ja, oder? Ganz genau. Ganz genau. Und dann kann ich auch verstehen, wenn manche Menschen sagen, ich will abschalten. Gut, können sie ja. Ich kann aber auch Menschen verstehen, die genug Probleme in ihrem eigenen Leben haben, sich dann sowas anschauen, um abschalten zu können, dann aber dadurch eigentlich noch mehr angeheizt werden und noch negativer denken und dann
auch hier und da mal einen Kommentar drunter schreiben, der vielleicht nicht gerade angebracht ist, ein, zwei Tage später, diese dann wird er entweder revidiert oder gelöscht von den Leuten selber. Also, wenn du dir das mal anschaust, guck mal, weißt du das noch damals, da gab es ja kein Internet. Wenn du, guck mal, zu unserer Lehrzeit, ne, bist zur Lehre gegangen, der Opa saß in der Straßenbahn oder am Zug immer auf denselben Platz, hat immer seine Zeitung gehabt und war die am Lesen. Jedes Jahr, Jahr für Jahr. So, und das ist ja heute nicht viel anders. So, und weil das eben so ist, und dann die Inflation, alles wird teurer. Jetzt, die Le Pen hat schon aus Frankreich gesagt, der Strom wird wieder teurer. Mhm. So, Lebensmittelpreise, habe ich heute Morgen ein Video gesehen, werden jetzt auch wieder steigen. Fleisch irgendwie so und so viel Prozent, boah, da wird gar keiner mehr Fleisch kaufen können. Ja. Ganz viel, da muss ich gleich mal gucken, dann verlinke ich das hier runter. Ja, das wollen sie ja sowieso. Ihr solltet demnächst noch diese Heuschrecken oder essen. Oder weiß ich na klar, die Scheiße. Ja, und Deutschland steht nicht auf. Hammer. Und nee, das Problem ist, die Gesellschaft ist gespalten, wenn die alle zusammenhalten würde. Ja. Aber die Gesellschaft ist gespalten. Und das ist wieder so bei den YouTuber-Campern, da ist das nicht so. Nein. Da ist das nicht so. Nein. Da hilft jeder jeden, die halten zusammen und fertig. Die halten zusammen, fertig. So, und schade, dass man das nicht auf einen Großteil der Menschen projizieren kann. Um die mal alle zusammenzukriegen, damit die mal zusammenhalten und mal nach vorne marschieren, weißt du? Mhm. So, traurig und schade. Mhm. Ist leider so, deswegen muss halt jeder gucken, dass er das Beste aus seinem Leben macht. Oder sie, oder wie auch immer. Und sollte nach Möglichkeit nicht mehr viel Zeit verschenken. Ja. Ganz wichtig. So, Engelchen, dann hauen wir jetzt auch rein, ich habe keinen Bock mehr. Ich muss mich noch mal Feuer kümmern, dass das weiter verbrennt. Und dann muss ich weiter arbeiten. Mhm. Und wenn dunkler wird, muss ich das Quad reparieren. Ja. Mhm. Ich muss gleich den Sami noch kontaktieren, ob der morgen kommt. Mhm. Dann muss ich die Sachen noch aus dem BMW rausholen. So, also liebe Leute, nichts für ungut. Ja, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genießt die Natur. Geht mal in die Natur. Ja, ist schon wieder machen. Sitzt nicht lange am PC oder sonst irgendwo. Ja. Genießt, geht Eis essen oder geht mit euch ansehen. Noch könntet. Und haltet mal zusammen. Ja, ist wirklich so. Das Leben kann so kurz sein, kann morgen zu Ende sein, also haltet mal zusammen. Also, wir wünschen euch was. Schönes Wochenende. Schönen Sonntag die ganze Woche. Ja, macht's gut. Und wir besaufen uns jetzt volle Pulle. Ich hab da jetzt was auf. Ciao, ciao. Ciao. Ich muss mal gucken, da.